Grüß euch, meine Lieben, ich habe wieder ein neues Börek-Rezept für euch. Es ist wieder sehr einfach in der Zubereitung, wird mit fertigen Teigblättern gemacht, schmeckt aber natürlich irrsinnig gut. Ja, und wie ich die gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Hier habe ich jetzt erst einmal zwei Eier für ja, unseren Guss, unsere Soße beziehungsweise Füllung, womit wir dann unsere Teigblätter bestreichen. Also sprich, da habe ich jetzt einmal zwei Eier. Und da gebe ich jetzt in etwa einen halben Teelöffel Salz dazu. Ist halt abhängig davon, wie salzig eure Füllung beziehungsweise euer Käse ist. Ein halber Teelöffel Backpulver. 130 Gramm ganz normal Naturjoghurt. Und 50 Gramm Sonnenblumenöl. Ihr könnt hier natürlich auch gern Rapsöl nehmen. Das Ganze werde ich jetzt einfach nur gut miteinander vermischen. So sieht das Ganze jetzt bei mir aus. Nun gebe ich mir das einfach nur kurz zur Seite. Für die Füllung habe ich hier jetzt 200 Gramm, in meinem Fall Hirtenkäse, geht auch fetter Käse, also jeder Käse, der halt in die in so einer Salzlage eingelegt ist. Da könnt ihr bitte natürlich auch weniger, mehr nehmen, ganz wie es euch gefällt. Ich werde den jetzt einfach nur hier einmal grob zerbröseln. Hier gebe ich dann einen Esslöffel Sonnenblumenöl noch dazu und einen Teelöffel getrocknete Petersilie. Ich habe leider keine frische, die wäre halt natürlich besser, aber die tut es auch. Und das Ganze werde ich jetzt einfach nur vermischen. Dann wäre meine Füllung auch schon fertig. Aber ihr könnt die natürlich beliebig befüllen. Aber ich mag das halt am liebsten nur mit Käse. Und das ist auch sehr einfach. Gut, nun gebe ich mir das auch einfach nur zur Seite. Hier habe ich jetzt meine Strudelblätter. Ich habe genau 4 Packungen mit jeweils 4 Stück, also ich habe genau dann 16 Blätter. Ihr könnt, das sind ganz einfach diese Strudelblätter, die kriegt man in wirklich jedem Geschäft und mit denen arbeite ich jetzt in letzter Zeit sehr gern. Aber ihr könnt natürlich auch in den türkischen Geschäften solche Yufka-Blätter kaufen, beziehungsweise in den größeren normalen Supermärkten-Geschäften gibt es die auch. Ganz wie es euch leicht gefällt. Und jetzt nehme ich mir da einfach nur ein Blatt und das gebe ich kurz zur Seite. Nehme mir hier dann meine Mischung und tröpfle das zuerst überall so ein bisschen hin. Das ist jetzt ganz unterschiedlich. Die sind wirklich sehr weich und da muss man gar nicht so viel von dem benutzen. Es kann sein, falls ihr jetzt Yufka-Blätter habt, weil die sind etwas trockener, kann es sein, dass ihr da vielleicht etwas mehr braucht. Dann macht euch einfach nur ein bisschen was dazu. Jetzt werde ich das hier ganz grob einmal überall schön verstreichen. Und nun werde ich hier zwei Ecken einfach nur so zueinander führen. Das muss bitte nicht so genau und nicht so schön sein. Seht ihr? Dann schnappe ich mir diese zwei Spitzchen und führe die auch so zusammen. Nun nehme ich mir einfach etwas von meiner Füllung, gebe das hier unten auf das Spitzel hinauf, klappe das dann um und habe da meine Füllung eingepackt. Die Seiten hier gebe ich hier etwas so dazu und dann rolle ich das Ganze einfach nur auf. Ihr merkt eh, ob die vielleicht noch ein bisschen Flüssigkeit brauchen. Ich tue nicht am Anfang so viel, also bei den Teigblättern, weil sonst wird euch das matschig, dann könnt ihr das nicht formen. Dann wird das Ganze einfach nur schön fertig aufgerollt. Seht ihr? So sieht das Ganze aus. Und so gebe ich das jetzt einfach nur auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Ich bin jetzt mit meinem Blech fertig. Ich habe jetzt nur 15 raufgekriegt. Ja, ihr seht eh, wie es sich ausgeht. Und nun werde ich hier mit meinem Restguss die alle noch oben schön bestreichen. Nun kann man sie entweder so lassen oder sie beliebig bestreuen. Ich nehme dafür immer sehr gern etwas Sesam.
und auch noch Schwarzkümmel. So, und nun kommen die einfach nur ins vorgeheizte Backrohr. Ich gebe es immer bei 210 Grad Ober-Unterhitze hinein. Ihr müsst schauen, falls die euch zu schnell dunkel werden, könnt ihr noch ein bisschen runterschalten, aber auf jeden Fall brauchen die doch eher hohe Temperaturen. So, meine Lieben, und so sehen die jetzt bei mir fertig aus. Die waren bei mir so 27, 28 Minuten im Backofen, also so plus, minus. In etwa müsste es auch dauern, abhängig von eurem Backofen und wie dunkel ihr sie gerne haben wollt. Ja, die riechen einfach nur traumhaft, besonders dieser geschmolzene Käse. Wenn man sowas mag, ist es einfach herrlich. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da, einen Kommentar. Berichtet mir im Nachhinein, was ihr die nachgemacht habt, wie ihr die leicht findet, wie sie euch geschmeckt haben. Ja, sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!